Herzlich willkommen bei der Kulturzeit. Macht euch die Erde untertan. Dieses Bibelwort scheinen die Menschen gründlich missverstanden zu haben oder man kann auch sagen bewusst falsch verstanden. Denn das bedeutet ja nicht, dass wir die Erde auspressen wie eine Zitrone, doch das geschieht. Zuerst wurde die Oberfläche geplündert, dann ging es in die Tiefe. Öl, der Treibstoff der modernen Industriegesellschaft, wird heute überall gefördert. Kein Meer, kein Regenwald ist vor unserer Gier sicher. Die neueste Form des Raubbaus zerstört nicht nur die Landschaften, sondern auch das Grundwasser und damit die Gesundheit der Menschen. Fracking heißt das neue Zauberwort der Ölindustrie. Wasser und Chemie werden in die Erde gepumpt und das Gas aus dem Gestein herauszusprengen. Dass diese Chemikalien hochgiftig und krebserregend sind, schert die Ölproduzenten wenig. Der amerikanische Dokumentarfilm Gasland, ausgezeichnet bei Robert Redfords Sundance Film Festival, macht auf diese Umweltsauerei aufmerksam. Die USA. Wunderschöne, unberührte Landschaften. Und die größten Wasservorkommen der Welt. Und das gibt es in den USA auch. Leitungswasser, das man anzünden kann. Wow. Was passiert hier? In Colorado, Wyoming und Louisiana ist Erdgas in die Trinkwasserreservoirs gelangt. Durch eine besonders aggressive Art der Gasförderung, das sogenannte Fracking. Brutales Aufknacken unterer Erdschichten in bis zu 5000 Metern Tiefe. Der Dokumentarfilmer Josh Fox hat sich diese Technik genau angeschaut. Sein Urteil? Die Folgen für Mensch und Natur sind katastrophal. Beim Fracking werden viele Millionen Liter Wasser mit enorm hohem Druck ins Erdreich geschossen. Dieses Wasser ist mit Sand und Chemikalien vermischt. Das Gemisch sprengt die Gesteinsschichten. Das Gas darin wird frei. Diese Sprengungen sind wie Bombenexplosionen tief in der Erde. Dann pumpen sie von dem Gemisch so viel wie möglich wieder an die Oberfläche. Manchmal sind die tiefen Gesteinsschichten radioaktiv. Das Wasser ist dann radioaktiv verseucht. Bei dem Wasser, das wieder an die Oberfläche gepumpt wird, finden sich hochgiftige und krebserregende Chemikalien, tonnenweise. Es gibt kein Gesetz, das die Energiekonzerne dazu zwingt, die Bestandteile dieser teuflischen Brühe offenzulegen. Wissenschaftler haben bisher 596 unterschiedliche Chemikalien darin entdeckt. Sie gelangen ins Grundwasser, von dort ins Trinkwasser, das die Menschen seit Jahren krank macht. Oh man! Das sollen wir trinken? Mit dem Wasser stimmt doch was nicht. Jedes Gesetz zum Schutz der Gesundheit wird missachtet. Mir tut der ganze Körper weh. Arme, Beine, alles. Am Anfang fühlt man sich schwindlig, desorientiert. Irgendwann stellen sich dann irreparable Hirnschäden ein. Mein Gehirn weist rätselhafte Schädigungen auf. Woher die kommen? Keine Ahnung. Ich habe mir die Fracking-Industrie in ganz vielen Ländern angeschaut. Überall passiert das Gleiche. Die Energiekonzerne kommen ins Land, nehmen Einfluss auf die Regierung, sie schalten Werbespots, in denen behauptet wird, dass alles sicher und sauber ist, dass die Kritiker dieser Technik Idioten sind und so weiter. Bla, bla, bla. Dick Cheney und seine Firma Halliburton haben den Weg freigemacht für die Fracking-Industrie. Unter Bush war er Vorsitzender der Energietaskforce. Beim Fracking sind elementare Umweltgesetze außer Kraft. Hunderte Millionen Dollar für Imagekampagnen und knallharte Lobbyarbeit. Ich bin stolz darauf, die heimische Gasindustrie zu unterstützen. Sie schafft viele Arbeitsplätze. Ich habe es satt, dass Leute versuchen, diese Industrie zu beseitigen und nicht einmal die Fakten kennen. Durch das Fracking können auch die letzten schwer zugänglichen Erdgasvorkommen ausgebeutet werden. Neben allen anderen katastrophalen Nebenwirkungen wird beim Fracken Methan frei. Und das trägt erheblich zur Klimaerwärmung bei. Fracking bedeutet weitere 100 Jahre, die die Erde und das Klima zerstören. Fracking, when you're bringing all that gas to the surface. Beim Fracken entweicht in den ersten 2 Wochen der Bohrung unendlich viel Methan. Und Methan ist ein deutlich aggressiveres Treibhausgas als Kohlendioxid. Methan ist in der Erdatmosphäre 100-mal schädlicher als CO2.
Die neuesten Untersuchungen zeigen, dass Fracking-Gas sogar umweltschädlicher als Kohle ist. Und Kohle galt bisher als schmutzigster fossiler Brennstoff. In Frankreich ist Fracking seit Juni verboten. In Deutschland gibt es keine einheitliche Gesetzgebung. In Nordrhein-Westfalen wurden alle Fracking-Projekte vor 3 Wochen gestoppt. In Niedersachsen dagegen wird munter und sogar subventioniert weitergefrackt. Allen, die glauben, dass Fracking unsere Energieprobleme löst, empfehlen wir dringend den Film Gasland. Auch in Österreich hat man Schiefergasfelder entdeckt und die ÖMV möchte diese Lager ausbeuten. Die Menschen im Weinviertel können dann statt Rebensaft saures Wasser trinken. Der österreichische Dramatiker